Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einem zweiten Video von Minecraft Society, dem Live-Roleplay-Projekt. Nichts, was in diesen Folgen passiert, ist vorher abgesprochen, gescriptet oder sonst irgendetwas. Alles, was in diesen Folgen passiert, ist komplett live gespielt. Deswegen kann es natürlich vorkommen, dass es Folgen gibt, die nicht so spannend sind und Folgen, die etwas spannender sind. Die Streams kommen immer auf www.twitch.tv/baluilp. Dort könnt ihr auch vergangenes Streams euch angucken, wenn euch interessiert, was wir so alles erlebt haben. Und jetzt mal schauen, was heute in der Folge passiert. Und los! Ah, ja. Ach ja, ich habe ein bisschen an meinem Haus gearbeitet. Ah, schön. Hier ein bisschen die Mauer schön gebaut. Es fehlt natürlich noch sehr, sehr viel, aber vieles haben wir schon geschaffen. Unsere Stadt ist weitestgehend sicher durch eine Stadtmauer rundherum, sodass wir auch nachts raus können, ohne Angst haben müssen zu sterben. Was immer noch ein großes Problem ist, ist die Nahrungsversorgung. Auch unser Holzvorrat ist so dermaßen zu Neige gegangen, dass wir mit der ganzen Stadt losgezogen sind, um Holz zu sammeln. Dabei ist wenigstens ein kleines bisschen was zusammengekommen. Aber, naja, auch ein kleines bisschen macht wenigstens ein bisschen was aus. Oh, wer ist denn da? Guten Tag, hallo? Oh, hallo? Wer sind Sie? Der ist neu. Der ist neu. Wer ist das? Kennen Sie den? Nein, bisher noch nicht. Hallo, Sir? Sir? Hm, wahrscheinlich ein Trauma durch das, was er da draußen erlebt hat. Ja. Sir, wollen Sie, möchten Sie vielleicht erst einmal reinkommen? Hm, das ist sehr seltsam. Nun ja, vielleicht muss er sich erst erholen. Herr Lexian, was machen Sie denn zurzeit? Wo wurden Sie eigentlich eingeteilt? Ich bin Schmelzer. Ah, Schmelzer. Haben Sie mitgekriegt, dass man neuerdings so einen grauen, schleimigen Stein in brauchbare Dinge schmelzen kann? Nein, bisher noch nicht. Hat Sie der... Können Sie mir das vielleicht zeigen? Ich weiß nicht, ob das Material da ist. Kommen Sie mal mit, das Gebäude der Schmelze steht ja noch nicht. Oh, warten Sie, was entsteht hier? Ist hier die... Da ist doch der Schmelzmeister, genau. Da hier habe ich schon angefangen zu bauen. Er hat leider nichts mehr von dem Material da. Ich würde Ihnen das gerne zeigen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit und ein bisschen Equipment? Dann würden wir mal gucken, ob wir was davon finden. Natürlich, gerne. Ich muss nur mal schauen, ob ich eine Schaufel noch finde. Warten Sie, ich muss mal eben nach Hause. Und ein bisschen Marschverpflegung wäre auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich muss mal gucken. Sonst sammeln wir einfach Beeren unterwegs. Irgendwas findet man immer. Das werden wir alles nicht brauchen, das auch nicht. Das tun wir erstmal alles weg. Ja, ein paar Früchte habe ich noch. Ein was? Ein paar Früchte habe ich noch. Ah, sehr gut, aber ich habe keine Schaufel mehr, aber ich habe ein bisschen Holz, warten Sie. Ich hoffe, ich erinnere mich, wie das geht. Normalerweise gebe ich sowas immer dem Sägewerk in Auftrag, aber die sind ja im Moment nicht da. Ich glaube, Schaufel, haben Sie eine oder brauchen Sie eine von mir? Nee, habe ich bisher keine. Das wäre ganz nett, wenn Sie mir auch eine machen könnten. So, zwei für Sie. Zwei für mich. Dafür kriege ich ein paar Bären und Sie kümmern sich um die Marschverpflegung. Das sollte ja... Das ist fair, denke ich. Wo ist denn der Stand der Sonne? Geht sie unter oder geht sie auf? Was denken Sie? Ich glaube, die geht unter. Oh, da haben wir nicht viel Zeit. Wir müssen irgendwo ans Wasser. Kommen Sie. Sir. Sir. Ah, vielleicht beruhigt er sich, bis wir wieder da sind.
Also den Fluss entlang bin ich schon geschwommen. Da habe ich leider nicht so viel gefunden. Da war nur ein Ort. Aber vielleicht finden wir noch mehr, warten Sie. Ich habe das Gefühl, dass es hauptsächlich da, wo es ein bisschen nass und erdig ist, da kann man sowas finden. Okay. Halten Sie einfach nach so einem grauen Material Ausschau. Es sieht so fast so ähnlich aus wie dieses Sand, aber es ist kein Sand, sondern mehr so grau. Leider muss man dafür nass werden. Vielleicht. Ja, das ist richtig. Das da unten. Aber wie kommen wir da ran, vernünftig? Lange die Luft anhalten? Ich versuch's mal. Das war aber nicht viel. Ach, der ist noch unten. Also, ich habe nur 8 Stücke davon. Das ist aber nicht. Das ist aber eine. Haben Sie da noch mehr gesehen? Also, da unten. Ein bisschen was. Boah, das ist aber, hui, sehr ineffektiv. Aber wenn das Zeug nur so zu holen ist, gehen wir nochmal runter. Wir müssen das da rausholen. Ich wüsste nicht, wie man leicht an das Zeug kommt. Vielleicht brauchen wir einfach sowas wie Taucher für sowas. So viel ist da nicht mehr, oder? Noch 2-3 Mal runter und wir haben es, glaube ich, geschafft. Hier auf jeden Fall nochmal. Das Material scheint härter zu sein als alles, was wir sonst haben. Also. Das war zu lang. Ich glaube, ich habe Wasser geschluckt. Das war zu heftig. Das ist einfach nicht für mich. Oh, nee. Aber wir haben, was wir wollen. Lass uns zurückgehen. Oh, das war ein voller Erfolg. Immerhin haben wir was gefunden. Na, das scheint aber ein seltener Bodenschatz zu sein. Da werden wir wahrscheinlich noch einige Leute hinschicken müssen. Wo ist das Tor? Hallo. Ach, gehen wir einfach drüber. Ah, hallo, Herr Sora. Anscheinend scheint die Mauer nicht sicher genug zu sein, wenn wir da einfach so rüberspringen können. Ja, die Mauer schützt uns vor den dummen Kreaturen der Nacht und nicht vor unseresgleichen. Oder müssen wir uns vor irgendwem schützen? Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, vor Vielleicht wem. Kommt das noch? Sie sind sowieso ein sehr zwielichtiger Geselle. Ich habe sie im Auge, nur dass sie es wissen. Ich glaube, dass ich bei Ihnen nicht... Ich habe doch gar nichts getan. Ja, ich... Sie machen immer so seltsame Andeutungen. Ich weiß nicht. Ich glauben Sie mir, ich habe gute Menschenkenntnisse und Sie zählen zu den Menschen, bei denen ich sehr vorsichtig bin. Sie lauschen an jeder Ecke, gucken hinter jedem Stein hervor und sind immer da, wo sie nicht unbedingt sein sollten. Mal glauben Sie nicht, ich würde das nicht merken. Wollte Ihnen das nur sagen. Aber ich erkunde halt nur gerne. Ich habe sie im Auge. Und ich werde das auch der Stadtwache sagen. Nur, dass sie es wissen. Okay, dann habe ich halt meinen Spaß mit der Stadtwache. Das, solche Aussagen genau meine ich. Herr Lexian, kommen Sie, wir haben zu tun. Herr Sir? Ich hab etwas bei mir im Teich gefunden.
Oh, was haben Sie gefunden? Sie haben noch mehr von dem. Ja, das war bei mir neben Teil. Oh, sehr gut. Da sind der Alexian und ich gerade unterwegs gewesen und haben das eingesammelt. Ach, so Zeug suchen Sie? Ja, dieses Zeug, was so matschig grau ist. Oh, Sie haben davon auch was? Ich habe noch was gefunden. Oh, danke schön. Geben Sie uns das oder haben Sie wieder irgendwelche Wünsche dafür? Ich habe Ihnen schon zugeworfen. Dankeschön. Ja, danke. Herr Dertaku, auch danke an Sie. Bitteschön. Wissen Sie, was mit diesem Herrn hier ist? Hallo? Er steht schon die ganze Zeit rum. Irgendwie nicht. Er ist wie geschockt von dem, was er draußen gesehen hat. Hallo, Sir. Ja, was haben Sie denn da in der Hand? Ich habe so Fäden, die ich von diesen Spinnen bekommen habe, an einen Stock dran gebunden. Und? Ey! Sag sie mal. Das ist lustig. Das ist nicht lustig, das ist nervig. Machen Sie das noch einmal und keine Ahnung. Oh, er bewegt sich. Hallo, Sir, geht's Ihnen gut? Sir? Ich glaube, dem hat glatt die Sprache verschlagen. Nun, er steht schon die ganze Zeit rum und redet nicht mit uns. Hallo, Sir. Können Sie uns hören? Mit dem V-Muskel können Sie mit uns kommunizieren. Irgendwas ist komisch an dem. Gucken Sie mal, Herr Dertaku, ob Sie den irgendwie aufgepäppelt kriegen. Ich muss zu Lexian. Lexian, wo ist er hin? Lexian! Ich glaube, der ist in Ihr Haus verschwunden. Herr Lexian, sind Sie bei mir drin? Oh ja, Herr Lexian. Ich glaube, der ist wirklich. Herr Lexian, haben Sie sich... Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, Herr Lexian. Hallo, aufwachen. Hallo. Hey. Oh, ich wollte Ihnen doch was zeigen. Herr Lexian! Was ist denn das? Wow. Das ist ein Stock. Sind Sie wieder wach? Oh, ja. Ich habe noch kurz ein kleines Schläfchen gemacht. Ja, ich verstehe es. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen was. Wenn Sie diese Matsche... Gucken Sie mal, wenn Sie hier unten in dem Arbeitstisch arbeiten, wenn Sie von dieser Matsche zwei nebeneinander machen, dann haben Sie platte Matsche. Ja. Sehen Sie das hier? Diese hier, haben Sie die auch rausgekriegt? Die ja. Können Sie, wenn Sie die brennen, als Rohstoff verwenden für, ich glaube, Ihr Mitarbeiter oder Kollege hat rausgefunden, dass man daraus Rüstung machen kann. Rüstungsteile hat er daraus gefertigt. Oder Sie können diesen Clay auch so formen wie so ein, also ganz links in der Mitte ein, ganz unten in der Mitte ein und ganz rechts in der Mitte ein. Dann kriegen Sie ein Behältnis, mit dem Sie Wasser transportieren können. Achso, ich dachte, du hast jetzt ein Schild noch oder sowas hingetan. Toll. Und wir haben irgendeine Möglichkeit, das habe ich noch gemacht. Damit kann man anscheinend Tieren und so irgendwas abschneiden. Das Problem ist, dieses Material so funktioniert nicht. Und da kommen Sie halt ins Spiel als Brenner. Sie müssen dieses Material im Ofen brennen, damit es stabil wird. Sie werden das gleich sehen. Und wie gesagt, aus diesen können Sie Rüstungsteile fertigen. Und vielleicht können wir so ein paar der Stadtbewohner ausrüsten. Auf jeden Fall die Stadtwache und diejenigen, die raus müssen. Vielleicht können Sie sich das auf die Fahne schreiben, dass Sie versuchen, Rüstung für die Stadt herzustellen und Werkzeuge, die Sie brauchen könnten. Okay, ja, das... Ich gebe Ihnen das jetzt mal alles in dem Vertrauen, dass Sie das sinnvoll nutzen werden. So, nehmen Sie sich mal Ihr Behältnis raus. Ich zeige Ihnen das mal, wie das funktioniert. Kommen Sie mit. Hier war doch mal eine Wasserquelle unter meinem Haus. Da hinten ist ein See. Kommen Sie mit. Oh nein, warten Sie. Da ist der Herr Sora. Lassen Sie uns in eine andere Richtung gehen. Das habe ich gehört. Was? Ist, ja, tut mir nicht leid. Wir gehen hier zum Feld, da ist ja auch ein bisschen was davon. So, und mit diesem Behälter können Sie jetzt halt einfach, sehen Sie? Und dann kann man das irgendwo anders hinschütten. Oh, das ist cool.
Das könnte uns für Sachen vielleicht von Nützlichkeit sein, wenn wir irgendwie die Stadt schützen wollen mit einem Wassergraben oder ähnlichem, wer weiß. Oder man könnte Felder gezielter anlegen. Ja, nicht so chaotisch wie hier, das gebe ich Ihnen recht. Ah, oh, guten Tag, Herr Balui, guten Tag, Herr Lex. Hallo, Herr HMV. Guten Tag. Wie läuft die Stadtverwaltung? Und dann relativ gut. Ich wollte bald noch ein schwarzes Brett aufbauen, aber ich möchte gerade die Baumeister nicht so sehr auslasten. Ja, so ein schwarzes Brett aufbauen fällt auch mehr in Ihren Bereich. Das können Sie auch alleine. Ich werde es auf jeden Fall jetzt gleich mal angehen, weil mir fehlt noch ein bisschen was dafür und das werde ich auf jeden Fall momentan dann vorbereiten. Außerdem möchte ich bald ein bisschen Material beibringen für die Baumeister. Sie als Stadt, als Stadtverwaltung zeige ich Ihnen jetzt, was wir Neues erfunden haben heute. Ich wollte es noch nicht allen zeigen, deswegen ist der Herr Sora auch jetzt nicht unbedingt eingeweiht. Wir haben herausgefunden, dass man so graues, matschiges Zeug verformen kann, schmelzen kann, also heiß machen kann und in sinnvolle Dinge wie zum Beispiel Rüstung oder Alltagsgegenstände formen. Wir haben ja zum Beispiel schon herausgefunden, dass man daraus einen Gegenstand formen kann, mit dem man Wasser transportieren kann. Ich gebe Ihnen den jetzt mal. Sie können das hier transportieren ohne Ihre Hände und dass es alles wegläuft. Ja, oh, da das bitte ist schön. Das ist ja hilfreich. Können Sie mal selber ausprobieren. Das ist ziemlich praktisch. Damit kann man bestimmt was anfangen. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in den Feldern sehr viel helfen. Ja, vielleicht können wir wirklich irgendwann vernünftige Flächen anlegen. Die werden wir Frau Mia zeigen. Ja, ich das glaub, auf jeden Fall. Ich habe auch noch was für Frau Mia. Ich weiß nicht, ob ich sie morgen sehen werde. Ich weiß nicht, ob sie sehen werden. Das hier, das soll sie bei ihren Tieren anwenden. Damit kann man die Wolle von den Schafen runterziehen. Und das, naja, vielleicht braucht sie das ja für irgendwas. Oh, ich glaube, das wird auch hilfreich. Und auch das. Ja. Ich habe den Herrn Lexian eingeweiht, weil er einer unserer Schmelzmeister ist. Der, ja, ich weiß, er ist nur einer der Schmelzmeister, er ist der Schmelzmeister. Ja, genau. Und der hat ja noch unter den anderen Mitarbeiter, der weiß auch schon Bescheid. Ich würde es noch nicht zu sehr an die große Glocke hängen, dass nicht jeder sofort weiß, was es Neues gibt, aber naja, auf jeden Fall können Sie jetzt gezielt sowas beim Schmelzmeister bestellen. Gerade die Rüstungsteile sind eher was für die Leute, die rausgehen müssen, um ich sag mal, zu erkunden oder die sich einer Gefahr aussetzen. Ich möchte nicht, dass jeder hingeht. Man kann aus den Teilen auch was aus für das, was sie da anhaben, Hose und was am Kopf und so. Und das schützt sie halt vor Schlägen vor den Kreaturen der Nacht. Und vielleicht ist das was gerade die Stadtwache oder andere Leute drin brauchen. Ich will zur Stadtwachengildenmeister sagen. Ich werde auch sagen. Ja, aber es soll halt nicht jeder hingehen und beim Herrn Lexian eine Bestellung dafür aufgeben, weil es ist für jeden von Nutzen. Gut, ich werde mich jetzt wieder zurückziehen. Herr Lexian, Sie wissen Bescheid. Herr HMV, Sie wissen Bescheid. Ich lege mich wieder aufs Ohr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht, schöne Träume. Danke, gleichfalls. Sir, passen Sie auf. Wie kamen die denn hier? Oh nein. Was liegt hier? Oh nein. Ja, der Herr Asimov hat anscheinend. Sammeln Sie es auf und bringen Sie es ihm. Ich sammle es auf und ich bringe es in eine Kiste. Er wird aber am Strand sein. Es könnte sein, dass er da Ihre Hilfe braucht. Ich werde mich erstmal die Sachen weglegen, danach mache ich mich auf den Weg. Ja, aber kümmern Sie sich drum. Ich verlasse mich auf Sie. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Schlafen Sie schön. Ich muss nur kurz ein paar Sachen weglegen. Wäre das okay, hier reinzulegen in diese Kiste? Können Sie machen, solange Sie kein eigenes Heim haben. Das sind die Sachen für Asimov.